Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Outriders. Wir haben hier die letzte Folge beendet. Nachdem wir den kleinen Ehestreit mitbekommen haben und der Monique jetzt sagen können, dass alles gut ist. Wir nehmen jetzt aber hier mal noch die Nebenquest an, wenn wir einmal hier sind. Okay. Wenn er das sagt, wird es bestimmt interessant. So, neue Mission verfolgen. Finde die Kreatur in der Trümmerzone. Alles klar. Ich habe jetzt mal das Risiko gewagt, meinen zweiten Monitor angesteckt zu lassen. Ich habe nochmal in den Einstellungen geguckt. Man kann eigentlich direkt auswählen, auf welchem Monitor das Spiel laufen soll. Und bis jetzt sieht's gut aus. Falls es dann zwischendurch doch mal wieder wechseln sollte, dann nicht wundern, dann muss ich nochmal einen kurzen Schnitt setzen. Und dann werde ich es in Zukunft doch lieber mit einem Monitor lassen, aber so ist halt immer schöner, weil wir haben ja letztens gesehen, was passiert, wenn man nicht alles kontrollieren kann. So, zum Betreten, yep, hier sollen wir hin. Bring einmal rüber, mein Freund. Hast du toll gemacht. Diese kleinen Zwischensequenzen, ich finde sie irgendwie witzig. Hier kommen doch schon die ersten. Ein Perfo. Nee, Perforo, Entschuldigung. Deine Giftkugeln kannst du bei dir lassen. Die will keiner. Kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Ich sollte öfter auf die Minimap gucken, glaube ich. So, du warst da fast tot. Dich haben wir. Dich kriegen wir auch noch. Gib mir die Lava-Geschosse mal noch kurz auf. Hier wird bestimmt noch was Stärkeres kommen. Also gerade die Kreatur, die wir finden sollen. Ah, diese doofen Giftkugeln. So, den haben wir auch, aber so kommen wir ja an sich mittlerweile immer noch ganz gut durch. Und dass er immer noch so blöd hin und her springt, habe ich immer noch nicht umgestellt. So, haben wir. Finde die Kreatur in der Trümmerzone. So heißt die Quest. Ich habe es eben schon mal gesagt. Wir haben hier noch eine Kiste. Schlecht, schlecht. Alles schlecht. Ach, ich bin wirklich mal gespannt, was das mit den ganzen Items noch wird. Und dann wirklich, keine Ahnung, so eine komplette Rüstung hat, die alle nur eine bestimmte Fähigkeit verbessern, die dann einfach alles wegkloppt. Das wird bestimmt sehr, sehr cool. Ich würde mich nur freuen, wenn wir vielleicht Zeit mal noch eine bessere lila eine Waffe finden. Halt schadenstechnisch ist die echt schlecht im Vergleich zu dem, was wir noch haben können. Aber ich finde halt die Perks, die drauf sind, mega cool. Deswegen hoffe ich mal. Ansonsten, da hinten. Ist er das? Ne, das ist bloß ein Alpha. Weiß nicht, ob das die Kreatur sein soll, aber nö, sonst hätte sie, glaube ich, auch ein Bosszeichen oder sowas. Sag mal. Ja, ich wollte schön ausweichen. Lag hier so ein scheiß Skelett in der Nähe. Na komm. Jetzt haben wir dich doch gleich. Wehr dich doch nicht so dagegen. Du wirst sterben. Egal ob ich vorher sterbe, ich komme immer wieder. Das haben die leider noch nicht so ganz verstanden hier. Ach komm, wir ballern jetzt mal die Lava-Geschosse rein. Was soll der Geiz? Lädt sich ja auch wieder auf. Ich dachte mir halt, nicht, dass gleich die große Kreatur kommt und dann haben wir die Dinger nicht mehr. Aber wir müssen es ja hier auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Da haben wir noch einen Alpha. Was man halt wirklich dazu sagen muss, ist, dass der Schwierigkeitsgrad sich extrem krass erhöht, sobald man zu zweit oder zu dritt spielt. Also zu zweit geht sogar noch, aber sobald man hier als Dreierteam startet. Also es ist halt einfach nicht so, dass man dann sagt, okay, man ist halt zu dritt und dafür kommt man ungefähr auf denselben Schwierigkeitsgrad raus, wie wenn man halt alleine spielt. Da hinten, Grubenkönigin. Dann es ist halt wirklich so, dass zumindest mein Gefühl bis jetzt in den Quests, die ich im Multiplayer gespielt habe, sobald man zu dritt ist, wird das so verdammt schwer. Also man macht einfach so wenig Schaden, dass man auch zu dritt gegen, man auch zu dritt auf einen Gegner einschießen kann. Und trotzdem doppelt so lange braucht, wie wenn man halt alleine spielt. Und alleine schießt dementsprechend. Also das ist wirklich heftig.
Komm schon. Er ist doch in der Nähe. Klar ist er in der Nähe. Danke. So, Grubenkönigin. Ich wollte eigentlich gar nicht so weit vorspringen. Au, 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 au. Das war aber nicht nett. Ah, lasst uns erstmal. Ach, wow. Es hat uns. Nee, es hat keinen Schaden zugefügt, weil es nur Schaden über Zeit zufügt. Aber jetzt haben wir uns hier gerade ein bisschen in eine Sackgasse begeben. Also, das Vieh hat es doch ein bisschen in sich. Ich weiß nicht, wo seine Kumpels hin sind. Waren ja nicht gerade noch welche. Glaube eigentlich schon. Auf der Karte sieht erstmal alles gut aus. Ah, au, 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 au. Schnell Leben holen. Ganz schnell. Und dann brauchen wir wieder ein bisschen Deckung. Und jetzt gibt es nochmal Lavageschosse auf deinen Nacken. Dickes Fell macht, glaube ich. Ist das irgendwas, was wehtut? Nö, das gibt, glaube ich, bloß Rüstung oder so. Keine Muni mehr. Ach, ist doch nicht euer Ernst. Scheiße. Da vorne liegt Muni, ne? Und dann sind wir richtig schön in der Falle. Wir brennen den mal kurz an. Schnell, 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 schnell. Schnell, füll auf, ohne dass das Vieh hier vorkommt. Ja, sehr gut. Au, au, au. Hat es uns wieder erwischt. Eigentlich ist es doof, die Hitzewelle nur einmal einzusetzen. Die lädt ja vorher nicht wieder auf. Wir können ja zweimal hintereinander, aber erst dann fängt es auf. Er fängt es an mit Abklingen. Ah, wir haben sie gleich. Ah, voll drin gewesen. Und das war's. Noch nicht ganz. Oha. Stirb doch, stirb doch. Nein, wo kommt die jetzt her? Das sind aber auch nette Kumpels, ne? Lila Stuff. Warten erstmal schön ab. Bis die Mutti kaputt ist. Und kommt dann raus. Was haben wir Schönes? Eine Hose. Und jawohl, ein Sturmgewehr. Das Spiel hat uns erhöht. Erhöht. Und jetzt bringe ich die Schönheit zu Noah. Wir haben's. Mit 777 Schaden. Ich hoffe, dass es cool ist. Ansonsten können wir es ja noch ein bisschen bearbeiten. Aber endlich. Und Titan gab's noch. So, was haben wir denn hier Schönes drauf? Wir haben Schüsse auf Gegner, die von einem Statuseffekt betroffen sind, übertragen diesen auch auf einen Gegner, der dem Ziel am nächsten steht. Ist nicht verkehrt. Das Nachladen der Waffe verursacht Verbrennung bei Gegnern, die von dieser Waffe zuvor verwundet wurden. Vorausgesetzt, die Waffe wurde zwischendurch nicht gewechselt. Aber wie lange davor? Ich habe schon mal so ein Perk gelesen mit Nachladen, ne, seit dem letzten Nachladen, aber das steht ja hier jetzt explizit nicht drin. Aber prinzipiell gar nicht verkehrt. Ich würde sagen, einen Perk, den oberen, würde ich eventuell nochmal wechseln. Aber wir haben endlich was Cooles. Hat nun 50 in einem Magazin, weiß Scharfschütze ist. Das heißt, wir haben nur Einzelschuss. Können es ja gleich mal ausprobieren. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich beschissen. Können wir aber auch alles wechseln. Wir machen ja jetzt erstmal zurück zur Lucy. Beziehungsweise bringen wir auch die Trophäe weg. Und dann ist ja dort auch der Doktor, bei dem wir die Fähigkeiten ändern können. Und dann machen wir das noch zu einem normalen Sturmgewehr, weil dieser Einzelschuss, das ist einfach Mist. Also zumindest für die Quests aktuell. Und gerade auch Solo finde ich es schon cooler, wenn wir ein größeres Magazin haben. Da kommen so viele Gegner auf Nahkampf. Da ist das schon angebrachter. So eine Kiste habe ich nicht nochmal gesehen, aber hinten war ja schon eine. Wir können nochmal kurz hier reingucken. Geht's hier noch lang? Nö. Also machen wir uns wieder zurück. Und haben auch die Quest erfolgreich. Sehr schön. Es geht voran. Und vor allem eine bessere Waffe. Jo, wo müssen wir denn hin? Eigentlich dachte ich ins Lager zurück, aber da ist nur die Konvoi. Befallener Grubenplatz. Du bist hier. Aktive Missionen Mentor. Wenn ich mal auf alle gehe, hier Historiker. Historiker haben wir überall, ne? Kehre mit dem Artefakt so Dings zurück. Die scheint sich durch jedes Gebiet zu ziehen. Aber ich würde sagen, wir müssen ins Lager zurück. Oder? Spalte? Nö. In die Spalte möchte ich nicht. Das finde ich ein bisschen ekelhaft. So, wir sind wieder hier.
Ja, die Schnellreise ging diesmal verdammt schnell. Aber wir sind doch... Sind wir jetzt im Lager? Schickten uns das Spiel lang. Wir müssen mal ganz kurz die Quest ändern. Nee, nicht das. Ich wollte hier drauf. Missionskarte, alle. Jäger, Grubenkönigin, Historiker. Wir haben doch irgendwo ein schlechter Tag. Rifttown? Nein. Das Erbe der Outriders? Hier, kehre zu Lucy zurück. Das wollte ich jetzt erstmal erledigen. Wo schickten uns... Wir trotzdem hier lang. Haben wir uns jetzt... Frischwasserquellen betreten. Haben wir uns jetzt doch falsch... teleportiert? Aber wenn das Spiel sagt, das ist der kürzeste Weg, dann wird es auch nicht bringen, nochmal die Schnellreise von gerade eben zu benutzen. Wir gehen jetzt mal eben hier rein. Also entweder habe ich mich wirklich falsch teleportiert oder wir haben einfach die Flagge noch nicht aktiviert. Dort im Lager, wo ich meine. Also Trenchtown oder wie der Spaß heißt. Ich hoffe nicht, dass wir uns jetzt hier nochmal groß durchkämpfen müssen. Entschuldigung, wenn das mein Fehler war. Ich wollte hier nicht irgendwas in die Länge ziehen. Aber dann hat das Spiel schon recht gehabt mit seiner Markierung. Kriegt uns das Ding jetzt auch plus zu der Schnellreise davon? Nein, es schickt uns hier rüber. Die haben wir ja schon aktiviert. Ach, Munition hatten wir doch schon. Entschuldigung. Kann mich nicht mehr hochseilen? Kann mich nur abseilen? Backt das gerade? Weil das Ding sagt ja auch, wir sollen hier hin. Jetzt lasst uns noch mal kurz gucken auf die Schnellkarte. So. Spalte, in diesem Gebiet sind keine, du bist hier. Wir haben verseuchte Außenposten. Aktive Missionen, Mentor. Lager, Sehenswürdigkeiten, Konvoi. Ich glaube, da müssen wir hier hin, ne? Was ist denn jetzt mit der Quest? Hier, das Erbe der Outriders. Das zeigt mir leider aber auch nirgendwo an. Das ist ein bisschen komisch. Hm. Naja. Ich muss mal ganz kurz Unterbrechung machen. Nicht, weil ich hier nachgoogeln möchte, sondern das Telefon klingelt. Entschuldigung, bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Sorry für die kurze Unterbrechung. Aber wie es dann immer so ist, man wartet auf ein wichtiges Telefonat und genau in den 20 Minuten, wo man eine Folge aufnimmt, kommt es. Naja, wir sind hier immer noch nicht weiter. Jetzt müssen wir nochmal schauen mit der Schnellreise. Irgendwie verwirrt mich das gerade hier. In diesem Gebiet sind keine Missionen verfügbar. Hier ist das Lager, aber das ist nicht das, wo wir eigentlich hinwollen. Oder wir müssen ins Lager zum Truck. Ich glaube, das könnte mein Fehler gewesen sein. Wir müssen mit dem Truck fahren. So, wir müssen los. Was macht er denn? Bereite den Truck vor. Und dann wieder nach Trenchtown. Ja, wir sind ja in die Trümmerzone gefahren. Sorry, jetzt kam es gerade. Deswegen hat das Ganze nicht funktioniert. Ist halt immer so ein bisschen das Problem, wenn man die Folgen nicht hintereinander aufnimmt, sondern eine aufnimmt, am nächsten Tag wieder eine und dann zwischendurch noch zwei andere Spiele Let's Play, dann kann das auch mal ein bisschen in Vergessenheit geraten. So, wir machen zu Lucy. Dann haben wir die Outrider-Quest erfüllt, beziehungsweise noch nicht erfüllt. Wir kriegen ja erstmal nur den Schlüssel. Hier gibt's nichts zu sehen, Leute. War das gerade auf Polnisch oder so da? Ja, trage ich auch. Was dieser Veränderte ihr antut. Gar nichts. Hab sie gefunden. Ist nicht in Gefahr. Sie lebt. Glücklich und zufrieden. Echt jetzt? Nein. Sie treibt den Kerl in den Wahnsinn. Okay, das klingt nach Monique. Ich hatte so Angst um sie. Wenn ich mich irgendwie erkenntlich zeigen kann. Ist schon gut, danke. Nur, also der Schlüssel. Ja, klar. Da war so ein Säufer. War oft hier und versprach, er würde mich ewig lieben. Bis er dann an seiner eigenen Kotze erstickte. Er erzählte verrücktes Zeug über einen vergrabenen Schatz. Irgendwas von den alten Outriders.
Keine Ahnung, wo ich suchen sollte, aber... Hier. Wenn du einen echten Schatz findest, bring der guten alten Lucy auch was mit, ja? Das kannst du mal voll vergessen. Falls du was findest, also... Sicher naja, nicht hier. Einen kleinen Schatz könnte ich auch der brauchen. Der alte Steinbruch könnte ein guter Ort zum Suchen sein. Ist gut, du kriegst nichts ab. So. Ich suche den Steinbruch, das haben wir. Und jetzt müssen wir noch mal gucken. Wir hatten ja noch die andere Quest. Hier, Grubenkönigin. Bringe die Trophäe zu Noah in Trenchtown. Da möchte ich hin. Genau, die ist aktiv. Das passt. Dann machen wir das noch schnell. Und dann gehen wir mal zum Doktor, unsere Waffe ein bisschen anpassen. Dass wir hier demnächst noch besser durchkommen. Jetzt ist doch die andere aktiv. Ja, quatsch da nicht so blödes Zeug rum. Ich möchte... Jetzt ist verfolgt. Entschuldigung, manchmal ist das ein bisschen kompliziert. Genau, der war in der Bar, der Typ. Was haben wir in unseren früheren Leben getan? Wohl, nee, da waren wir noch nicht drin. Er war irgendwo draußen, ne? Naja. In der Bar hier war ich schon im Multiplayer, deswegen kenne ich das schon. Wenn du den richtigen Schmuggler kennst, bekommst du... Könntest du mich vielleicht vorstellen? Ich habe gar nichts bestellt. Was anderes gibt's nicht. Du kannst es wohl brauchen. Willst du was kaufen? Sieh dich ruhig bei mir um. Wir möchten nichts kaufen, ich habe eine Trophäe. Wir können ja mal gucken, was er im Angebot hat. Schlechte Waffen und hier haben wir wieder Elite-Angebote, aber das kostet alles viel zu viel. 19.000, oh Gott, da sind wir ja nach Ewigkeiten von entfernt. Ich lasse jetzt erstmal kurz die Kamera aus, weil wir quatschen ja gleich mit ihm weiter. Wie wär's mit was Neuem? Ich nenn's die Leberschleuder. Und damit können wir es abschließen. Es gibt lila Stuff, das ist doch mal eine schöne Sache. Wir haben aktuell hier einen 352er drauf, hier 319 und hier 305. Das heißt, hier würden wir an sich rein von der Rüstung her am meisten wieder gut machen. Jetzt müssen wir schauen, Überhitzung. Die Fähigkeit verbraucht Asche statt Verbrennung. Du belebst einen Verbündeten mit vollem Leben wieder. Okay. Entweder noch eine Fähigkeit, die wir noch kriegen. Wohl, nee, dann würde es ja in Dunkel dastehen. Verstecktes Erste-Hilfe-Set. Brandbombe verursacht einen Asche-Effekt. Wenn du Munition einsammelst, stellst du 92 Leben wieder her. Verringert die Rüstung des Ziels 10 Sekunden lang um 30%. Oder jedes Mal, wenn dein Leben unter 30 erhältst du 163 Schildpunkte. Das ist eigentlich ganz cool, ne? Wir nehmen mal das. Gar nicht mal schlecht. Langweilig. Hat geholfen, man muss bloß mal meckern. So, jetzt bin ich wieder da. Naja, da haben wir doch was Schönes. Wir können ja gleich noch eine nächste Quest annehmen. Das machen wir dann aber mal in der nächsten Folge, weil wir sind jetzt hier soweit schon rum. Wir rüsten uns mal noch eben kurz das Ding aus. Die Fähigkeit, ach shit. Jetzt haben wir natürlich genau das genommen, wo wir die Fähigkeit drauf haben, aber die kriegen wir auch noch hier drüben drauf gespielt. Wir rüsten das jetzt erstmal aus. Und dann machen wir hier an der Stelle Schluss. Dann werden wir in der nächsten Folge nochmal mit dem Noah quatschen. Was er noch für eine Quest hatte und vor allem mal unsere Ausrüstung ein bisschen verbessern. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.